Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Philosophie auf der Fähre. Die dpa hat ihren Autoren eine neue Sprachregelung vorgeschrieben. Und zwar sollen bestimmte Dinge eher beim Namen genannt werden. Und zwar ganz konkrete Sachen. So soll zum Beispiel nicht mehr das Wort Asylkritiker verwendet werden, sondern eben stattdessen fremdenfeindlich. Und das ist auch, glaube ich, absolut richtig. Wir Medien, und ich sage bewusst wir Medien, müssen aufhören, in diese Sprachverharmlosungsfalle zu gehen, die, glaube ich, auch gerade vom rechten Rand unserer Gesellschaft ganz bewusst gestellt oder aufgebaut wird, wo man eben dann von Asylgegnern oder Asylkritikern spricht. Das ist falsch. Wenn jemand fremdenfeindliche Parolen schreit, egal ob er vor einer Asylunterkunft steht und die laut in die Öffentlichkeit schreit oder ob er das zum Beispiel auf sozialen Netzen wie Facebook tut, dann ist das kein Asylkritiker, dann ist das ein Rassist. Und wenn jemand Brandsätze und Steine auf Asylunterkünfte schmeißt und mit diesen Brandsätzen bewusst erreichen will, dass dieses Gebäude unbrauchbar wird, dann ist das kein Asylgegner, dann ist das ein Terrorist. Also, man sollte diese Dinge beim Namen nennen und eben nicht mehr anfangen mit dieser Sprachverharmlosung, eben diese Gräueltaten zu verharmlosen. Das einfach mal so mein Wort, naja, nicht zum Sonntag, sondern eher zum Samstag. In diesem Sinne, noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.